Wir schauen uns heute die ACC von Skoda an. Das spielt eigentlich keine Rolle, ob es ein Skoda Octavia oder Superb ist. Sie ist ja identisch. Die ACC ist ein adaptiver Tempomat. Das heißt, ich stelle einmal eine Geschwindigkeit an. In unserem Fall hier sind wir auf der italienischen Autobahn. Wir haben 130 km/h Tempolimit. Das habe ich hier unten links eingestellt. Und den Abstand habe ich jetzt für meinen Geschmack auf ganz nah. Und der Vordermann fährt aber nur 100 km/h. Das Prinzip von der ACC ist, dass jetzt eben gebremst wird, wenn der Vordermann bremst. Die ACC gibt es bei Skoda immer bis 60 km/h, wenn ich die kaufe. Wir haben sie hier bis 210 km/h. Das ist leider immer noch aufpreispflichtig jetzt im Jahr 2017. Das heißt, wenn ich sie bis 210 km/h haben möchte, muss ich mehrere 100 € Aufpreis zahlen. Das geht nicht anders, weil es eben ein anderer Radarsensor ist vorne, der blickt weiter nach vorne. Und an Sensorik haben wir eben für die ACC, dass die funktioniert, ein Radarsensor, der auch wirklich vorne durch Schnee, durch Nebel alles erkennt. Der erkennt Metall in Kombination hier mit einer Mono-Frontkamera. Wir gucken jetzt mal im Prinzip die Funktion an. Wir sind hier im Sportmodus, das heißt, die ACC ist auch auf Sport geschaltet. Wir fahren knapp unter 120 km/h, folgen dem Vordermann. 130 sind eingestellt. Ich gehe mal auf 140, das ist auch kein Problem. Und wenn ich jetzt nach links ausscherde, das heißt, schon wenn ich den Blinker setze jetzt, beschleunigt die ACC und würde jetzt maximal 140 km/h schnell werden. Das System ist wirklich großartig, weil es bei Skoda, genau auch wie bei VW oder zum Beispiel im Golf, das ist wirklich sehr, sehr echtes System, weil es sehr zuverlässig funktioniert. Würde der Vordermann jetzt stark bremsen, würde das System auch bis zu 80% der Maximalkraft bremsen, das heißt fast eine Vollbremsung machen, mich aber warnen, Achtung, du musst bremsen, es wird zu knapp. Jetzt sehe ich hier in der Assistenzgrafik, das gibt es ja im farbigen Bordcomputer zum Beispiel, aha, es ist wieder ein Vordermann erkannt, links und rechts, die Uhren heißen auch, dass der Lane Assist aktiv ist. Ich bin also sozusagen im teilautonomen Fahren. Jetzt wechsle ich mal schnell hier vorne rüber und dann wird auch sanft, aber noch stark genug gebremst. Das ist die ACC bei Skoda, funktioniert ganz großartig. Die kann in der neuesten Generation seit 2016/17 noch ein paar neue Dinge, wie auch der Passat zum Beispiel. Sie kann zum Beispiel auch ein Rechtsüberholen verhindern. Das heißt, ich fahre jetzt mal nach rechts, habe 140 km/h eingestellt und schauen wir jetzt auf die Grafik. Wir sehen, die ACC hat kein Auto vor uns, aber verhindert, dass wir hier den Fiat Transporter überholen. Also sie wird jetzt nicht einfach blind rechts dann vorbeifahren, sondern sie verhindert ein rechts überholen. Jetzt folgen wir wieder dem LKW, einmal nach links geblinkt, wir folgen dem Transporter, nochmal nach links, heißt wir beschleunigen auf maximal 140 km/h. In dem Fall auch sehr zügig, sie gibt also wirklich viel Gas. Sie würde auch mit dem DSG vom 6. in 4. Gang zurückwechseln. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich möchte, dass sie viel sanfter fährt und mehr Abstand hält, dann kann ich das einfach hier bei den Drive Modes ändern. Das heißt zum Beispiel bei Eco würde sie viel Abstand halten, noch sanfter bremsen und ganz langsam beschleunigen. Und ich kann das aber auch nochmal im Car hier im Fahrerassistenzmenü ausführlich einstellen, was ich dann haben möchte. Ich finde es jetzt gerade nicht, jedenfalls kann man auch den Abstand einstellen, immer hier an diesem Hebel oder auch nochmal grundsätzlich, was ich gerne hätte, immer den großen Abstand oder den zuletzt gewählten. Was natürlich wichtig zu wissen ist für die ACC ist, dass die besonders viel Sinn oder Spaß macht mit dem DSG. Also wir haben hier das 6-Gang DSG und den Diesel 2.0 TDI mit 190 PS und nur wenn ich das DSG habe, kann die ACC auch bis zum Stillstand bremsen. Ich kann natürlich auch mit der manuellen Schaltung die ACC bestellen, gar kein Problem, aber den großen Sinn, dass ihr auch im Stau stehen bleibt und wieder Gas gibt, das geht nur, wenn ich das DSG habe natürlich, damit der Superb automatisch auch wieder anfangen kann. Das waren so die wichtigsten Daten zur ACC. Die macht auch sehr viel Sinn in Verbindung mit dem Lane Assist, mit diesem zweiten Symbol. Und was der Lane Assist eigentlich ist, erkläre ich im nächsten Video und das habe ich oben rechts verlinkt.